So Leute, und da sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Play Disney Mickey Epic und wir haben alles Mögliche jetzt erstmal vorhin im letzten Part bei Carlo sämtliche Sachen irgendwie aktualisieren können, sämtliche Aufträge, und hier komme ich ja natürlich immer noch nicht durch, natürlich. Und er sagt, ich könnte jetzt in den Bahnhof reingehen, wo ich Daisy Animatronics Album finde, und das sollte es sein. Okay. Oh! Ja, hier ist ja ein Bahnhof. Mann, ist der groß. Das ist ja eine wahre Höhle. Albern. Okay, so. Wo ist hier bitte ein Bahnhof? Hier ist nix. Egal, gehen wir erstmal Daisy Animatronic, ihr Album zurück. Blup, blup. Ich scheiß auf die Hasen. So, gehen wir nochmal da rein. Und danach heißt es, ich soll wohl irgendwie in die alte Villa oder so reingehen. Keine Ahnung. Ich erkundige mich gleich erstmal. Da bin ich ja mal gespannt. Aber erstmal gehen wir halt, wie gesagt, hier Daisy Animatronic das Album zurück. Ach komm, ich renne einfach durch. Das verplempert mir einfach zu viel Zeit hier, so. Ihr ganzen Viecher geht mir auf den Sack, aber tierisch. Kann ich auch. Was ich vorstelle, das wird die ganze Zeit wirklich in so Furzgroschen machen. Mann, hab ich mir jetzt meinen Bildschirm voll gesabbert mit meinem Schnodder. Wegen den. So, wo bist du denn, Daisy Animatronic? Wo war die denn da? Nee, da ist sie, da. Da steht sie doch, Menschenskind. So. Ach, du bist ein Schatz. Dieses Album ist mir so wichtig. Hier, eine spezielle Skizze, die ich schon ewig habe. Ich möchte, dass du sie bekommst. Und ich habe auch E-Tickets für dich. Natürlich doch gerne. Auftrag abgeschlossen. Finde Daisys Album. Wie viel? Hui. Das gibt aber ordentlich Presse hier. Herrlich. Boah, was hat die mir an E-Tickets gegeben? Ich glaube, die hat mir 100 Stück oder so gegeben. Oder 200. Egal. Auf jeden Fall genug. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Aber das schneide ich jetzt. So, ich schneide mal eben. Ich bin gleich wieder da, Leute. So, da sind wir auch schon wieder. Und, holen wir uns erstmal unsere nächsten Aufträge ab. Und, ich sag nochmal, ich werde wirklich, dieses Let's Play auch hundertprozentig beenden. Nicht so wie die ganzen anderen, die es bisher angefangen haben oder nicht. Wurde ich von einem YouTuber, wurde mir gesagt, dass ich dass alle möglichen, die das angefangen haben, nie zu Ende gebracht haben, sondern immer zwischendurch abgebrochen haben. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe den Namen von dem YouTuber jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ich werde im nächsten Part werde ich ihn noch mal raussuchen, und dann werde ich ihn noch mal nennen und mich noch mal jetzt schon mal dafür bedanken, und das nächste Mal auch nochmal, wenn ich ihn nenne. So, während du weg warst, habe ich jede Menge Energiefunken gefunden, aber die drei Häschenkinder haben sie gegessen. Ja, genau. Lecker Elektrizität. Du solltest versuchen, die Energiefunken von ihnen zurückzuholen. Brauche ich doch gar nicht. Wenn ein Häschen von dir wegrennt, hat es wahrscheinlich einen Energiefunken. Bespritze das Häschen mit Farbe oder Verdünner, damit es den Energiefunken fallen lässt. Na los! Wo ist das jetzt wirklich? Ich hab doch 100 Millionen davon. Guck mal hier, guck mal da! Die Maschine ist bald wieder komplett funktionstüchtig. Ich brauche 15 Energie. Okay, ich brauche ja nur noch einen. Glaube ich nicht. Ich habe doch, glaube ich, 14 Stück, oder? Meinen doch.
Schauen wir nochmal nach den Hasen. Wo sind die denn? Da hinten ist schon mal eins. Haust du von mir ab? Ja, es hat... Oh, wo ist denn jetzt schon wieder meine Wii-Mode? Meine Fresse. Wo haust du denn hin ab? Ja, guck mal da, ja, damit so. So, mehr brauche ich gar nicht, ich habe jetzt genug. So, das hätten wir doch geschafft. Scheiß doch auf den Auftrag, ich habe ja eh genug Energiefunken. Sollen die damit, die kann ich auch später noch einsammeln, das ist mir jetzt egal, ich will den Hasen nichts tun, die tun mir leid. Ich finde es ja schon scheiße, dass ich schon mal welche einsperren musste, so. Guck mal da. Klasse, danke schön. Dann wollen wir mal sehen. Hier drauf drücken, den Hebel ziehen. So. Die Projektorleinwand nach Sumfern ist einsatzbereit. Sumfern, na toll. Da tanzen die nicht rum. Hab eine sichere Reise, Miki. Ja, schade, dass sie das teilweise... Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich nehme auch gerade hier um 5 vor 5 Uhr morgens auf. Ja, teilweise echt schade, dass es nicht so düster geworden ist, wie es ganz ursprünglich angekündigt war. Lonesome Ghosts? Keine Ahnung. Apropos düster. Hab vorhin einen Film gesehen, einen Horrorfilm gesehen, der es mal wirklich mal wieder wert war zu sehen, weil er einfach wirklich gruselig war. Ich hab nach so einem Film gesucht, der mal wieder wirklich Angst machen kann. Und ich bin wirklich normalerweise ziemlich hart gesotten. Aber da, das war wirklich mal ein richtig schauriger Film. Beziehungsweise kam mal wirklich mal ein Viech drin vor, was einfach nur vom Aussehen allein schon schaurig war. Und das, finde ich, ist eine Kunst, wirklich eine wahre Kunst. Ein Viech zu entwickeln, das wirklich schon nur vom Ansehen schon Angst macht. Weil es einfach nur so unglaublich schaurig aussieht. Und das hat dieser Film geschafft. Kurze Info. Ey, der Film, wie hieß denn der noch? Das war ein spanischer Film namens... Augenblick, habe ich hier liegen, namens Wreck, genau. Schaut euch mal Wreck an, es lohnt sich. Wer mal richtig Schiss haben will, der soll sich Wreck ansehen. Zwar nicht so schaurig wie ein... Blair Witch Project, sag ich mal, aber es hat sich gelohnt. Es kam auf jeden Fall ein ziemlich schauriges Mistviech drin vor. Und wo da oben ist die. Aua. Na toll, du, ihr Scheißgeister. Dann muss ich wohl oben hergehen. Und zwar. Da drauf. Nicht wieder runterfallen, Miki, sonst hau ich dir. Ich hätte mich vielleicht mal im Laden vorher umschauen sollen. Vielleicht hätte ich da was. Ich kann ja Moment mal. Ich kann ja ein Goofy Animatronic-Teil da drin finden. Oder kaufen, besser gesagt. Vielleicht ist das Einzige, was mir noch fehlt oder so. Es könnte sein. Ich weiß es nicht genau, aber es wäre natürlich herrlich, wenn es das letzte Teil wäre. Da kümmere ich mich später, oder? Gebe ich später E-Tickets aus. Da spare ich lieber noch ein bisschen. So. Na, du hast mir ja hier eine Falle gestellt, du Pesserweng. So. Nach Sumpfern? Ja klar. Ja klar. Blub, blub, blub. So. Oh, Geister. Oh, hallo. Wir haben wohl einen Lebendigen, na? Wir haben wohl einen Lebendigen. Na los, Jungs. Wie heißt denn der Gilbert? Pass auf, die Geister sind hier und sind, die Geister sind hier und wir sind bereit loszuspuken. Miki, du siehst aus, als ob du einen zukünftigen Spuk zu schätzen weißt. Ich habe gehört, dass du in die einsame Villa willst. Wie der Zufall so spielt, kann ich dir das Tor öffnen.
wenn du mir dabei hilfst, ein paar der Anwohner zu verschrecken, mein Gott, mache ich dir das Tor auf. Auftrag hinzugefügt, Spuke mit Gilbert. Okay. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da. Das geht aber nicht unter hier, ne? Ne. Irgendwie gefällt mir dieser Ort nicht. Ich weiß nicht warum. Mag es diese spärliche Anzahl an oder Prozentzahl der Laufstege des ganzen des Ortes hier sein, denn hier ist nur ein Boot. Nur ein lausiges Boot. Vielleicht kann ich ja mit Farbe hier mehr anstellen. Auch nicht viel mehr. Na schön. Wo ist denn Gilbert hin? Gilbert! Oh, ich kann hier doch hin. Kann ich ja nicht viel sehen. Und hier stehen massenweise Kisten um. Och, geh kaputt, so. Bläh. Was könnte denn jetzt? Da wären wir. Sonnenfernplatz. Ah, okay. Die Tore dort hinten führen zur einsamen Villa. Was für eine einsame Hütte. Wir sollten fragen, ob die Einheimischen etwas wissen. Okay, wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn? Hä? Wenn ich wüsste, wo das Häuschen da ist. Das Häuschen. Wo ist denn das Häuschen? Ja, wo ist denn das Häuschen? So. Ach, herrje, so. Hüpp. Und hier kann ich mit Farbe benetzen. Und ich habe ja, da ich ja im letzten Part auch, Hook Animatronic besiegt habe, mit der Hilfe von Carlo Pan, habe ich mehr Farbe dazu gekriegt. Das sieht man hier an meinen Parameter, sag ich mal, von Parameter. An meiner Anzahl von Farbe, die hier rechts neben mir ist. Wer ist das denn? Ist das Gilbert? Nein, das ist Ian. Das ist schrecklich. Ein Buch ist mir, ein Buch ist aus Madame Leonas Bibliothek in der einsamen Villa entkommen. Was, ein Buch? Wir sind sehr sie wird sehr wütend, wenn ihre Sammlung gestört wird, und gibt mir die Schuld dafür. Kannst du es für mich fangen? Wenn sie es nicht zurückbekommt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Ich soll es hier finden, wenn es hier nicht, ich soll es hier finden, wenn es nicht zurückgebracht wird, überstehe ich das nicht. Auftrag hinzugefügt, finde das entlaufene Buch wieder, okay. Hier wird man aber echt regelrecht vollgespenden mit Aufträgen. Naja, mir soll es recht sein, es bringt mir ja immerhin immer wieder E-Tickets und hier sind normale Einwohner. Obwohl ich die Geister eigentlich ziemlich sympathisch finde. Wer ist das denn? Wer ist der? Bertrand oder so? Oder Bert? Egal. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Ich bin etwas schreckhaft. Du konntest dich wegen deiner Größe so gut anschleichen. Und wegen des weißen Gesichts. Seit diese Geister da sind, wird man hier leider am laufenden Band erschreckt. Ich kann mich auf gar nichts mehr richtig konzentrieren, sonst buh! Okay, egal. Mir soll's egal sein. Wohl wahrscheinlich eigentlich nicht, aber egal. Hier ist wieder so ein Geist. Ich meine, die machen doch gar nichts. Ah, da ist Gilbert. Hey Mickey, es wird Zeit, dass wir jemanden erschrecken. Willst du mir helfen? Luis lebt ganz allein in der Hütte da. Mach einfach alle Laternen aus. Ich erledige den Rest. Momentan lässt er sich besonders leicht erschrecken, weil wir ihm seine Mutmedaille weggenommen haben. Das ist ja wie bei Mario und Luigi. Ich wette, wenn du die Laternen vor seiner Hütte verdünnst, können wir ihm einen Riesenschreck einjagen. Das ist die Chance. Na los, wir treffen uns bei der Hütte. Auftrag aktualisiert. Spuke mit Gilbert, ja. Fragt sich nur... Ach, da hinten? Ja, geh ich später. Ich will mich hier mal kurz ein bisschen um...
Ist das wieder ein Animatronic? Sieht aus wie Donald, ne? Tatsache! Donald-Animatronic? Lies es am besten wieder selber, ich habe keinen Bock, die zu sprechen. Das geht viel zu schnell. Ed war ja wieder so was von klar. Müsste ich den jetzt eigentlich rein? Nein. Na, wie spreche ich den? Keine Ahnung. Ich spreche den einfach so. Wiki, der verrückte Arzt hat mich in lauter Einzelteile zerlegt. Aber was noch schlimmer ist, diese dummen Geister haben sie in der einsamen Villa versteckt. Quack! Üble verrückte Geister. Quack! Oder Quack? Achso. Gib das mal mit deinen Armen und Beinen an. Sondern hilf mir lieber. Okay, Auftrag hinzugefügt. Finde Donalds Teile. Ed war ja wieder so was von klar. Ed war so was von klar. Okay, gehen wir da. Nein. Gehen wir mal hier Gilbert helfen. Komm ich denn hier überhaupt rüber? Ja, komm ich so. Ist zwar ein bisschen spärlich, aber Ed hielt. Ed hielt. Na, wah, ich hab gedacht, das wäre eine Insel. Das sah so aus. Egal. Hier kann ich aber rüber. So, hier ist was Schönes. Extrainhalt freigeschaltet. Weg zu einsamen Villa. So, Batsch, so. Schön, so. Na, boah, war ja klar, so. Okay, das ist gut. So. Aber. Batsch. So. Sind denn hier noch Laternen? Ich sehe keine Laternen mehr, die sind alle aus. Komm, Gilbert. Mach die Laternen Louis näher aus, dann kann ich ihn erschrecken. Das wird ein Spaß. Hab ich. Sind keine mehr da, oder ist das da oben eine? Ach so, okay. Jetzt hast du es geschafft, Mickey. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Das ist doch gemein. Okay, aber du bist ein Arsch. Das war ein toller Spuk, Mickey. Ich glaube, ich mache dich zum Ehrenspuker. Du hast es verdient. Ich hoffe, du schaffst es, das Wasteland zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. Was das Tor angeht. Auftrag abgeschlossen. Spuke mit Gilbert. Auftrag abgeschlossen. Tor der einsamen Villa. Ich denke, er öffnet das jetzt. Ja. Gut gemacht, Mickey. So leicht kann es manchmal gehen. Und da das jetzt eigentlich so ein ziemlich gelungener Abschluss ist, wollte ich normalerweise meine Folgen immer 20 Minuten lang mache ich an dieser Stelle jetzt erstmal wieder Schluss und sag bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.